mir passiert sicher, schätzt jeden dritten Tag, dass ich in der Tramway einsteige und irgendwer schreit durch den Waggon. Mulatschak! Ja. Das ist schön. Nach einer Tradi-Waberl-Probe haben wir halt so in die Runde gesagt, wer hat Bock oder so. Genau. Machen wir so eine Waberl-affine Rockshow. Ja, kennen tun wir uns schon sehr lange. Und das Arbeiten mit dem Harry, also das ist ja sensationell. Nicht? Da kommst du hin, hast keine Ahnung, was du machen musst. So, tak, 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 yes, sir, machen wir, zack, zack. Und das gefällt mir. Also improvisieren bis zum geht nicht mehr. Vor kurzem habe ich so einen 70-Jährigen, der hat mich angesprochen und hat gesagt, er schaut immer Mulatschak und er findet die Sendung so super, bis auf diese laute Musik. Das ist die laute Musik war es gewesen, ja. Mulatschak ist ein typisch wienerisches Wort und steht im Ungarischen für ein mindestens 3 Tage dauerndes, ausuferndes Fest. Also so. Mit Völlerei und Party und Tanzen und Singen. Genau, also Party ohne Grenzen, ja, without any limits. Es gibt einfach in Österreich seit Anfang der 90er Jahre ein riesengroßes Vakuum im Fernsehen, auch im Radio, was jetzt wirkliche Gegenwartskunst in Österreich und in Wien speziell betrifft. Also das ist ja kaum präsent im Fernsehen. Wenn du den staatlichen Rundfunk anschaust, da hast du halt wirklich die Handvoll Künstler, die unterstützt werden, und dann gibt es aber noch ein paar tausend andere, die kommen nie irgendwo auch noch in die Nähe einer Fernsehkamera. Wir wissen, dass man für viele Bands, die in der Show waren, sicher ein Highlight in ihrer Karriere kreiert haben. Auch der Underground kommt bei uns vor und wird wahrgenommen, aber nicht nur und nicht ausschließlich. Das ist die Biggie. Das ist der Hutto. Und wir sind Mulatschak! Die einzige TV-Show, die ihr wirklich braucht. Rock'n'Roll! Hell yeah! Mulatschak!